was nötig war. Amnesty International und die linksgerichtete israelische Opposition an die USA blockierten im UN-Sicherheitsrat eine Erklärung zu den Zusammenstößen. Nachdem auch Kuwait im Namen der arabischen Mitglieder des Sicherheitsrates einen Entwurf vorlegte, der eine unabhängige und transparente Untersuchung zu der Gewalt forderte, die USA erhoben am Samstag Einwände gegen den Text und kündigten an, ihn nicht zu unterstützen. Quelle ntv.de